Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen hier Gummijet-mäßig diese ganzen Bosse erledigt und ja, wo kommt man das hier? Gummimission, boom. Ich habe noch so 2000 Herzdose erledigt, die ich erledigen musste und ja, guck ich das an. Alles erledigt. Eclipse, Sternlichtfahrt, Nebelfluss. Alles auf A. Alles auf A. Alles auf A. So, damit hätten wir das auch abgeschlossen. Das heißt, Gummischiff-mäßig müssen wir auch nichts mehr machen. Und ja, Glücks im Leben haben wir alle. Das haben wir alles. Hier haben wir alles. Spielrekorder, muss ich wahrscheinlich auch nur Multifokus noch schaffen, ne? Und ja, wir nähern uns langsam so dem Ende von allen. Was ist das hier? Jetzt ganz ehrlich. Keine Ahnung, gucken wir mal, ob ich hier Dings eingestellt habe. Nö, gut. Ich habe, glaube ich, die Ausrüstung von Sora ein bisschen geändert, ne? Immer noch die Klamotten hier an. Ich habe die Schlüsselschwerter ein bisschen hochgelevelt, wie man sehen kann. 12, das ist extrem. Ich habe das hier ausgerüstet. Weiß nicht, ob wir alles brauchen werden, aber ja. Hier ein paar Sachen. Dann habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Ich habe meine vor langer Zeit meine Königswache hergestellt. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Er hat hier so K-Klamotten an. Immer noch Taler-Konverter, weiß aber was. Ich meine, die beiden überleben ja so oder so. Also, keine Ahnung. Jedenfalls. Wir haben alles erledigt, das heißt, die Story ist eigentlich nur noch das, was wir brauchen, ne? Um das Spiel abzuschließen. Und ja, wir gehen rein in den Schlüsselschwertfriedhof. Und ja. Beenden die Story, nehme ich mal an, oder werden verdammt nah dran sein, die Story zu beenden, weil ich will auch wissen, wie das Spiel zu Ende geht. Ich hatte einen komischen Traum, der auch Kingdom Hearts bezogen war. Ich habe irgendwie geträumt, dass alle Organisationsmitglieder. Ja, Sora und seine Leute sind alle da, wollten gegen die Organisation kämpfen und alle Organisationsmitglieder haben irgendwie so einen Ring gemacht und irgendwas in der Mitte beschworen. Und wer wurde beschworen oder was? Sigmar. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das war irgendwie so eine Anspielung. Dieser Traum war irgendwie eine Anspielung auf meine Theorie, die ich schon vor Jahren irgendwann mal gedeutet habe. Ich glaube, Kingdom Hearts Dream Drop Distance, dass ich denke, dass Sigmar irgendwie der Hauptbösewicht der ganzen Serie ist, weil der Typ war von Anfang an dabei, der war die rechte Hand von Xehanort, der war als erster einer von den Hüllen von Xehanort und ja, diese komische Fähigkeit, die da hat, andere Leute in andere zu sehen, also keine Ahnung, als er mal Shion zum Beispiel getroffen hat, hat er Ventus gesehen, als er Sora gesehen hat, hat er Roxas gesehen und die anderen drei. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie so das Gefühl, der ist irgendwie der Hauptbösewicht und irgendwie versucht er gegen Xehanort sich hier irgendwie zu verraten im letzten Moment oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und das habe ich schon vor Jahren irgendwie so gedeutet und jetzt spielen wir ja Kingdom Hearts 3 jetzt. Sehen wir ja, wie die Story ausgeht, also vielleicht sehen wir dann, ob es genauso passiert, wie ich es prophezeit habe. So, hier bin ich mal reingegangen. Ich wollte diese ganzen Phantome sammeln, aber habe ich dann doch nicht gemacht und ja. Hier war was Schönes. Weil ich noch nicht mehr angeschaut habe. Ja, guck mal. Hier ist eine Truhe. Und da ist die Truhe, die uns hier gefehlt hat. Ui, Heilkom Plus. So, mehr ist hier nicht. Ne? Flieg einfach mal. Mein Gott, wie weit kann man denn hier wegfliegen? Jetzt bin ich irgendwo gegen geknallt, glaube ich. Und ja, mit dem Fliegen ist ja cool. Wenn man nur einmal so antippt, dann geht man die ganze Zeit nach rechts. Ich tue jetzt noch einmal nach links antippen. Ja.
Aber dann habe ich herausgefunden, wenn man muss gerade ausdrücken, dann kann man viel besser steuern. Also solange ich gerade ausgedrückt halte, geht's. Und ja, wir haben jetzt diese Truhe hier, also ja. Boom. Ja, komm plus. Da ist der Schlüsselschwertfriedhof ist jetzt noch übrig. Und ja, gehen wir mal dahin und setzen die Story fort. Wir wurden alle wieder vereint und wir haben es bis zu einem Organisationsmitglied geschafft, Terra Seanort oder Terra Nord. Wurden dann sofort zerstört. Also wie sollen wir bitte schön gegen 12 andere von denen ankommen? Macht sich da gar keiner irgendwie Sorgen? Also ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Wir kriegen wahrscheinlich wieder ordentlich in die Fresse. Und ja. Oh, ich bin gespannt. Wir gegen ein paar der Organisationsmitglieder kämpfen kommen. Oh, Kairi, gut. So, wir gehen wieder da raus. Und bitte weckt nicht alle. So rückblickend war irgendwie das so sehr komisch, diese Szene hier. Alle waren sie da am Stehen. Alle waren sie da am Stehen und muss ein Foto machen. Schon wieder. Keine Ahnung, alle waren sie da am Stehen und boah, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Egal, machen wir weiter. Sind wir in die Vergangenheit gereist? Ben! Terra, we found you! Terra, please say you're in there. Okay. Warum passiert denn das alles jetzt nochmal? What gives, Aqua? I know that you're not him. Huh? Now let our friend go! Hab schon so, du weißt doch, was als nächstes passiert. Hänge jetzt auf Ventus los. Today is the day you all lose. What? Before you even face the 13, every last one of you will be torn heart from body. But fear not. The Keyblade will still be forged. We're not gonna lose to you. What? Who are you? Got you, Xehanort. Rage awakened im Hintergrund. Terra? This is impossible. Wo ist mein Controller einstecken? Sorry. I've waited for this moment. Spielen wir ihn jetzt? Der hat immer noch seinen Wächter, glaube ich. Terra! No, Ven!
But... them first. Kann mir mal einer sagen, warum wir überhaupt in die Vergangenheit gereist sind? Wenn sowieso jemand anders uns hilft, also... Verstehe das nicht. Was war denn der Sinn dann von all dem? Okay, we've got this. So, von dem Ding muss ich noch ein Foto machen. Komm her. Let's see. Oh. Oh, geh weg. Let's see. Wahrscheinlich irgendwie hat Dings davon. Wow, muss ich ausgerechnet von dem Ding ein Foto machen? Ich meine, von dem Kopf hier, ne? Also von dem Anfang von dem Ding, ja. Foto machen. Kann mir mal einer sagen, was das soll? Ich soll das doch fotografieren, oder? Okay, keine Ahnung, irgendwie funktioniert das nicht. Na komm, ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Schaden, viel Schaden. Ich weiß bis heute nicht, wie man gegen das Ding kämpfen soll. Na komm her. Komm her. Genau dunkel, so wie du. Komm her. Boah, ich liebe diese Form. Hey, da komme ich nicht hin. Und wirf. Ja, nichts gemacht. So, ich habe irgendwas ausgerüstet, was meine Dings hier verringert, meinen MP-Einsatz. Also, komm mal her. Oh. Was Ding ist aber auch nervig. Oh, danke. Donald hat rechtzeitig geheilt. Wie geht das denn? Das ist ja auch eine Meme irgendwie, ne? Ja, ich fand das noch nie irgendwie so. Eigentlich Donald immer rechtzeitig gehalten. Ich mag er, ne? Ich krieg aber auch so einen derben Schaden, ne? Okay, ist gut, Mann. Oh. Komm mal her. Also von allen Bossen, wie dann durchwinken das. Er ist wieder Schattenquasar aus Dings. Kingdom Hearts 1. Schattenborn aus Kingdom Hearts 1, meine ich. Heilung. Ich habe so einen dunklen Schild. Cool. Wo bist du denn jetzt? Komm her. Mir gewünscht hat, hat auch irgendwie so einen Abschluss angefasst, aber anscheinend nicht, ne?
kann irgendwie nichts machen, wenn ich einmal getroffen wird. Was macht er denn jetzt? Ja, du hast eine neue Form. Muss ich von dir ein Foto machen? Ich weiß es nicht. Aber wir kämpfen normal irgendwie mal gegen die. Musik wurde übrigens epischer. Das war was geil. Ich habe noch nie was K gesehen. Kann nicht anvisieren. Oh Gott. So, halt. Nicht so gut. Oh Gott. Ich kann jetzt fliegen, ja. Dann soll er rein, oder? Mehr. Eigentlich Maske einsetzen, aber okay. Jetzt wird er wieder rot oder orange. Oh, die Kämpfe sind so episch, ne? Gar nicht am Boden einsetzen. Aber ich habe gehört, du magst Wind hier. Ja. Hab dich gleich. Oh, ich bin eigentlich tot, merk ich. Wie ist denn das schon wieder passiert? Wie viel Schaden kriege ich eigentlich? Danke. Oh mein Gott. Oh. Come on. Something's wrong. Ja. Muss ich vorstellen, als einfach nur ein Schwarm von Schattenleuche. So bringen die uns so viele Probleme. Alter. Oh, du? Oh, du bist aus diesem Mobile Game, oder? Need some help?
Und die Lichter aus der Vergangenheit, ne? So wie der Junge in Schwarz, in Weiß gesagt hat, ne? Ja, das sind eure Dinger, den Schachfiguren. Was? Daniel? Irgendwie krieg ich Schaden die ganze Zeit. Okay, so einfach. Hier, Maurice, Alva, Solis, Radio, Max. Ich schieße einfach irgendwelche Leute auf die. Benny, Maki, Pico, Disco, Sky, Chris, Spree. Oh, ich muss ausweichen, merke ich gerade. Das sind die ganzen Leute, die im Schüttelschwertkrieg mit gekämpft haben, ne? Oh, ich bin gleich tot. So habe ich da jetzt hier den ganzen Browser-Benutzer. Ah, ich schaffe das, glaube ich, nicht. Ne. Ja, ich habe so spät gemerkt, wie das funktioniert und verreck jetzt. Ich habe nur noch ein AP. Das war episch. Wie geil. Okay. Ein bisschen kitschig, aber okay. Sora! Are you okay? Yeah. What was that? Keyblade wielders from long ago. It's the light of the past. Huh? Look. Jetzt macht der Move von dem Jungen endlich einen Sinn. Just send out the big bad. Rico. Ja, hab schon eine Klinge gesehen. You! The organization's been using hearts. One Xehanort got to in the past and has influence over. So, that must be you from when Ansem had control of your heart. Yeah. How could I forget? I'd say that was our finest hour. Wrong. My hour of weakness. You sure? How about we find out? Oh, remix. What? Okay, das ist ein bisschen furchteinflößend. A real test for the mark of mastery. What did you say?
We gotta make sure you're not blundering your way toward a second failure. Oh, er ist bester Charakter. Blundering? I'll have you know we failed with style, Chief. At least you admit it. Well, if you Guardians think you brought the goods, you'll have to prove it to the old guy one last time. Kid, take it away. Wait, that remix is so awesome. This again? Von dem Rico Anz im Kampf damals. Kingdom Hearts 1. Man muss von denen ein Foto machen. Hör mal die Musik an, ey. Schon wieder gegen Schattenleuchte kämpfen, ey. Gib nicht auf, Mickey. Try to use time magic against these numbers. You won't have enough strength for the final battle. Wow. Lee hat mal was erledigt. Breakthrough. Everyone, get ready. Alone? That's crazy. I'll help. Two is no better. Yeah, splitting up's a bad idea. There's way too many. Ihr versucht es ja noch nicht mal, Leute. Wir gerade gesehen, was Zora gemacht hat. Was jetzt? Okay. Jetzt ein Schlüsselschwert raus. Oh, my young champions. I will hold them all here for as long as I can. We're not gonna leave you behind. Noch tun wir. You guys go on. Me and Donald will stay here. The two of us will back up Master Yensid. Donald. Goofy. You're all bad by yourself, Sora. Don't worry, we'll catch up with you in just a bit. Okay, we'll regroup later. Hoffentlich. Weiß ja nur noch die 7 Lichter übrig. Oh, Sternlicht. Zweite Form SL. Aus antiken Tagen.
Okay. Gut, können wir jetzt mal aufhören, nur gegen Schatten durchzukämpfen, jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde viel lieber gegen die Organisation jetzt kämpfen. Jetzt hat eine Full Motion Cutscene. Ne, okay. Sieben Lichter. Da kommen sie. 13 Dunkelheiten. Jetzt beginnt der echte Kampf. Statt einer Art. Today, we join these other wielders and leave our mark on fate. I have waited patiently, but together we shall unlock the Keyblade War's secrets. Now we forge it, the ultimate key, the Keyblade. Also was krass wäre, wenn die jetzt auch alle Schlüsselschwerter rausholen. Weil dann wäre es echt ein Schlüsselschwertkrieg. Here we go. Nee. Was? Okay, was war das jetzt? Oh Gott. Wie geht das jetzt hier vonstatten? Okay. Da haben wir eine Truhe. Ich echt jetzt gegen alle von denen kämpfen hintereinander. Kampftore. Kampftore als kämpfen. Dürfst du auf allerlei Widersacher treffen, die dich schier verzweifeln lassen werden. Kämpfen siegreiche Vorgänge hältst du dabei nicht nur wertvolle Kampferfahrung, sondern auch gewisse photogene Qualitäten. Was? Wir sind alleine. War ja sowas von klar. So, Level 1. Sternlicht. Warum? Hochleveln.
habe so viel damals wegen Dingens. Oh nein. Oh. Ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Schnitt, ne? Dämonenturm. Dämonenwelle. Oh, da ist ein Dämonenturm. Und ja, das ist aus vergangenen Tagen hier. Vorbei in der Wille, genau. Gut. Ich würde dann sagen, dazu mal noch ausrüsten, ne? Auch nicht wirklich ein anderes Schlüsselschwert, aber warum nicht? Ein Peas, cool. Öpf. Was ist denn hier neu? Dings, ne? Und wie grabe ich genau? Warum sollte ich nicht was anderes hier ausrüsten? Ich meine, ja, soll man das im nächsten Part machen? Ich weiß es nicht. Da entsteht jemand. Xehanort ist da hinten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Nächste Folge gucken wir mal entweder da rein oder wir gehen direkt weiter. Keine Ahnung. Könnte ich zurückgehen, wenn ich wollte. Nein. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschö, tschö.